Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einem Let's Play. Vielleicht kein komplettes Let's Play, aber zumindest ein Anspiel-Let's Play von Blood Rage, von Cool Mini or Not. Ja, da gilt es für mich nur noch zu sagen, für Yggdrasil! Ich würde eher sagen, für den Raven-Clan. Ich habe eindeutig die coolere Standarte. Oder? Ja, ist das so? Das ist die Standarte. Zeig mal deine Standarte, was bist du? Ich weiß nicht, ob das Wort Standarte damals schon erfunden war. Man hat es einfach pompös verzierten Stab genannt. Ja. Also jedenfalls, du bist der Bären-Clan. Nee, Wolf. Ah, Wolf. Wolf-Clan. Bitte beleidigen Sie mich nicht. Ach stimmt, das ist ein Wolf. Ich bin Entschuldigung, ein aber so ein Bärenclan gibt es auch, reißender ne? Bären-Clan Ja, gibt es auch. Und da da ist ist die noch 10. den, was haben wir noch? Snape, Serpent, Die haben Serpent. natürlich auch alle irgendwie so ihren Style. Bist so ein bisschen die Irokesen. Ja, du hast so einen Irokese. Die Mad Warriors. Ja. Gibt's nicht auch so einen Frauenclan? Echt? Nee, ich weiß auch nicht. Ah, nee, auf jeden Fall der hier. Ich habe so Helme. Ich bin auch cool. Ich bin der Hel ich bin behelmt. Ja, wir fangen natürlich an hier im. Ah, nee, der hat keine Helme. Ah, egal, auf jeden Fall, ich sehe auch cool aus. Ja, wir fangen natürlich an hier im First Age. Und das Erste, was wir machen, ist die Götter um Geschenke bitten. Und tatsächlich kriegt jetzt jeder von uns 8 Karten. Davon werden wir immer nur eine draften, dann die anderen weitergeben, bis wir jeder 6 Karten haben und die restlichen 2 werden dann discarded. Also man kriegt 2 mehr, als man braucht. Und jetzt eine Art Mini Seven Wonders. Eine darf ich jetzt behalten, ne? Bitte schön. Ich musste nicht lange überlegen. Das will nichts Gutes heißen. Gut, okay. Ich nehme es da. So, die zweite. Dritte. Wie viel muss man, bis man 6, ja, bis wir 6 Karten haben, Genau, ne? jetzt noch eine. Ja. Und die anderen beiden machen wir einfach wieder drauf, weil die anderen Karten aus dem ersten Zeitalter brauchen wir auch nicht mehr. Das heißt, es sind noch wirklich mehr Karten, als wir brauchen. Und dann ist die erste Phase abgeschlossen. Die Götter haben uns Geschenke gemacht. Und es geht los. Wo ist das Horn? Das liegt bei mir. Betrachte ich mich mal als Startspieler. Wir kommen in die Actionphase. Und ich fange natürlich an, weil hier ist ja noch keiner. Ich muss ja erstmal hier hin. Ich muss nur kurz überlegen. Das heißt, jetzt kann man schon aussuchen hier. Invade, March, Upgrade, Quest, Pillage. Zu Deutsch ein, also quasi einmarschieren, rummarschieren, aufrüsten, irgendwelche Rätsel lösen oder beziehungsweise irgendwelche Aufgaben erfüllen und Ich plündern. werde einfach mal, es das heißt ja auch Earthseeker, also ich kann jetzt nicht, glaube ich, mehrere normalerweise mit einer Aktion Invaden machen. Ich mache Invade, aber tue meinen Leader Ja. Invaden. Der kostet Und nichts, klar. wo möchte ich hin? Du gehst auf die Hörner. Nach Muspelheim. Ja, die Namen sind ziemlich lustig. Sind Ja. natürlich auch alle so. Utgard, ja. Utgard gibt's, ja. Gimle. Ja, und die haben natürlich auch hier die Region. Es gibt sowas, die einzelnen sind Regionen, glaube ich, oder umgekehrt. Das sind die Provinzen und Und dann das sind. ist ja quasi, genau, Und das das ist eine Region, Jotunheim. Na, es gibt ein Alfheim. Alfheim. Und Sehr, Mannheim. sehr gut. Und Mannheim, genau. Ja, wir fühlen uns schon wie zu Hause. Nee, du bist in Muspelheim und willst auf die Hörner, okay. Ich einfach, das ist Rage, ne? Ja, ich mache auch Invade und nehme hier meinen coolen. Ich werde hier nach Angerboda einmarschieren. Was sagst du dazu? Oh, ich mache mir noch keine Angst. Ich werde jetzt tatsächlich als nächstes gleich mal ein Upgrade durchführen. Und zwar ein Clan-Upgrade. Friggas
Wenn ich mit einer Figur jetzt invade, ich darf mit einer zweiten Figur für free invaden. Kostet mich aber auch zwei Stärke, also mit einer Rage, Entschuldigung. Muss ich zwei Rage bezahlen, habe ich nur noch vier Rage. Und was steht hier? Clan abgeht 3 plus. Was heißt das? Ah! Wir hätten eigentlich Karten entsprechend der Spielerzahl raussortieren müssen. Ah, das haben wir falsch gemacht. Aber egal, das Spiel macht trotzdem. Wir spielen jetzt mal, um Eindruck zu gewinnen. Wir hätten eigentlich natürlich, genau, die Karten mit 3 plus 4 hätten wir rausmachen müssen. Das ist quasi balanciert für... Ja. Naja, ist in Ordnung. Ich habe keine Angst. Haben wir... Ist gut, wir haben dann gleich noch mehr Figuren auf dem Spielbrett. Wir wollen ja auch ein wildes erstes Zeitalter. Ja, das ist natürlich... Genau, ist nicht ganz korrekt. Wir spielen jetzt trotzdem mal weiter. Eigentlich einfach aussortieren, um die Balance zu wahren. Je nach Spieleranzahl die Karten 3 plus 4 plus raus. Ich mache jetzt auch was Verrücktes. Guck mal, damit es gleich voll abgeht hier. Troll. Monster Upgrade. Ja, kostet mich 2 Rage. Aber das ist mir scheißegal, weil dafür kriege ich diesen abgefahrenen Hammer-Troll. Wie heißen die bei Arcadia Quest? Dingsmensch mit Echsenmensch mit Hammer. Ein bisschen sieht es auch so aus. Der Echsenmensch mit Hammer. Der sieht echt, guck mal, die Nase. So, hat doch einen ziemlichen Stirnnacken. Ah, was, genau, wenn man eine bestimmte, wenn man eine Figur upgradet, ja. Das habe ich vorhin noch nicht erwähnt, dann darfst du mit der immediately umsonst invaden. Auch beim Monster? Ja, das kannst du dann gleich sozusagen, sonst gäbe es ja gar keine Möglichkeit, den so richtig aufs Spiel zu bringen. Ich glaube okay, schon, ja, wenn stimmt, du eine Figur upgradest, dann kannst du... Dann habe ich es natürlich auch jetzt nicht optimal gemacht, weil meine Spezialfähigkeit ist eigentlich, wenn ich mit diesem Monster irgendwas da einmarschiere, dann kann ich alle feindlichen Krieger damit zerstören. Aber du hast ja noch gar keine Krieger, keine Warrior auf dem Feld. Ja. Ist egal, trotzdem werde ich dich jetzt schon mal gleich ganz hammermäßig bedrohen. Der kommt da hin, ey. Und werde ich hier gleich hier gucken, werde ich jetzt gleich mal ein bisschen unter Druck setzen. Da werde ich jetzt aber auch mal aus dem Vollen schöpfen. Ich spiele eine Sea Serpent, eine Seeschlange. Die ist nichts Geringeres als das. Was? Kostet mich aber auch 3 Rage, da habe ich nicht mehr viel übrig. Und die zählt als ein Schiff. Ist ja auch eine Seeschlange. Ja, so ist wenigstens was los auf dem Feld. Guck mal, und die ganzen spannenden Karten hätten wir ja raussortieren müssen. Ja, Monster Upgrade, Seeschlange. Aber ganz schön teuer. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein guter Start war. Ja, ich werde nochmal einmarschieren. Und zwar marschiere ich hier in Anolang ein. Das kostet mich ein Rage. In Wait. Ich mache auch nochmal in Wait. Und ich habe jetzt hier diese Frigga, die mir hilft. Das heißt, wenn ich mit einer Figur invade, dann darf ich mit einer Additional Warrior in der Provinz umsonst invaden. Bedeutet, für meinen einen letzten Rage kann ich jetzt mit 2 solchen netten Kriegerchen kommen. Ja. Und die mache ich jetzt aber natürlich hier. Nein! Juhu! Ja, da gibt es natürlich noch mehr Möglichkeiten, darfst nicht vergessen. Das habe ich nämlich im kurzen Regelüberblick nicht erklärt. Aber wenn der Kampf anfängt, dann kannst du noch einen Call to Battle machen und eine von den angrenzenden Figuren mit hinzuziehen, wenn du möchtest. Und außerdem natürlich nicht vergessen, weil du hier ein Chip im Fjord hättest, könnte das auch sozusagen mit für die Stärke berechnet werden. Genau. Der Call to Battle habe ich vorher nicht erklärt. Das heißt, da kann man einen aus dem angrenzenden Land noch dazu holen. Ich habe natürlich völlig. Okay, ich mache einfach nochmal, ich habe noch 3 Rage, ich mache nochmal Invade. Du glaubst sogar mehr als eine, du kannst wirklich von Angrenzenden dann dir sozusagen da Jungs noch dazu holen. Die werden natürlich auch sterben, wenn... Also hier, ich werde hier noch einen hinmachen, nach Gimle. Du bist schon fertig, ne? Du bist schon auf 0. Ach, ich kann ja dann auch gar keine... Ja, darfst du trotzdem, wenn du vorher nur vergessen, wenn du keinen willst, noch eine Quest machen. Nö. Ich hätte noch gern gepillaged. Nee, das geht nicht. Das geht ja auch nicht. Das nee, ja, aber okay, ich habe noch eine Quest. Die tue ich, kann ich nur eine Quest haben? Nö, ich glaube nicht.
kannst so viele aktiv haben, wie du willst. Es gibt auch keine Strafe für okay, nicht eine Quest, Quest. Dann mache ich noch eine Quest. Aber hier sind halt zwei Aktionen. Achso, du bist der eh. Ich ja, du hast nichts mehr zu tun. Ja, ich hatte und dann kann ich nochmal invaden. Aber, ach, du hast doch noch einen. Ne, du bist auf null. Ich bin auf null tatsächlich. Ja, dann kann ich nochmal invaden. Und die Quest, die wird dann in dem Moment, am Ende der Runde wird dann geguckt, habe ich die erfüllt. Also ja? Machst du auch gar keinen. Willst du nicht jetzt einmal noch? Nee, willst du nicht. Es geht nicht so gut. Aber Pillage is Rage Cost Free. Ja, aber so wie ich verstehe, musst du ja auch für Pillage noch was haben. Halt, noch was haben. Ich guck mal. Ja. Das Problem ist, ich würde gerne. Ah doch, guck mal. Ja, but remember that you can't take any action if you're down to zero rage. Okay, dann pillage ich jetzt noch. Ja, mach das ich mach mal das hier. Auf jeden Fall. Ja. Du willst hier pillagen? Achso, das ist ja langweilig. Naja, dann krieg ich einen. Du willst jetzt irgendwo Halligalli nee, machen. Nee, das geht leider gerade nicht. Ja, hier kannst du natürlich, genau, da ist keiner, dann der ist verteidigt. Ein Rage, ja. Hier ist man jetzt an, ist einfach umgedreht, weil das am Ende, ja, verkauft, jetzt bleibt ja das ganze Spiel da. Du kriegst okay. jetzt einen Strength und wenn du die im zweiten Zeitalter aber, wieder. Aber Anger, hier oder ja, hier? Nee, hier. Hier. Genau, und am Ende, am Anfang der nächsten Runde würdest du dann einen zusätzlichen okay. Rage bekommen. Jetzt habe ich noch einen Rage übrig und dann werde ich. Das Problem ist, das, da kann ich ja gar nicht pillagen, ne? Weil es, da ist nichts. Das wird nachher zerstört. Ich weiß, ob das dann. Ob da nicht eigentlich zusätzlich eins reinkommt? Naja. Also dann ziehe ich da noch ein. Das ist quasi einfach zusätzliche Anzeige. Ja, ja. Macht doch irgendwie Sinn. Du hast halt die ganze, du hast halt die ganze da, Wut, hast du... Ich hab's jetzt auch nicht angeguckt, guck mal, was ist. Ah, okay, ein Horn. Oh, wisst mal, ich habe völlig Fehler gemacht. Ich hätte ja eigentlich nur vier Personen... Ah doch, ich habe aber noch vier, oder? Eins, zwei, drei, vier. Nee, ich habe fünf. Ich habe eins, zwei, drei, vier. Ah ja, genau, da muss man, ja, das ist natürlich so eine kleine tricky ne? Sachen, die man bestimmt mal hier, ne, ich falsch hab, macht. Hier, ich habe da noch vier, den da muss ich wieder zurücknehmen. Hab ich aber auch einen Rage mehr. Jetzt kämpfst du mal hier. Jetzt warte mal. Oder hier. Ja, nee, guck mal, und dann kann ich nämlich das pillagen, ja, für ja. einen Rage. Ja. Und jetzt, oh, das jetzt ist nämlich meine, ist meine Rettung, ist es nämlich. Weil jetzt habe ich einen mehr und jetzt habe ich noch einen Rage übrig. Und kann ich wieder zurück tun. Das ist total gut für mich. Weil jetzt bin ich fertig und dann habe ich meine Quest erfüllt. Ah. Die ich habe vorher völlig. Ich habe hier einfach den Troll und so irgendwo zu dir hingeschickt. Völlig planlos. Das ist ein planvolles Spiel. Ich habe einfach nur eine Seeschlange beschworen, weil sie cool aussieht. Aber habe auch gemerkt, das war eine vollkommen idiotische erste Runde, weil ich. Hab wieder nicht bedacht, dass ich es kostet umsonst, aber mit null kann ich ja nichts mehr machen. Aber pass auf, ich hätte zuerst hier invaden sollen und dann die Seeschlange oder wie auch immer. Aber es ist echt taktisch, es ist echt taktisch. Es ist gut, es ist besser als da. Also auf jeden Fall habe ich jetzt die, kann ich jetzt meine Quest erfüllen? Wenn die erfüllt ist, dann kannst guck mal, du, nicht, glaub, hier, guck mal in der nächsten Phase. Also Quest. Wir haben jetzt hier die Phase, genau. Genau. Und Discard down to one card. Genau, du musst jetzt alles abwerfen, was du nicht benutzt hast, bis auf eine Karte. Die darfst du behalten quasi in die nächste Runde. Na? Mhm. Ja, also den Schritt. Und dann kommt auch schon die Questphase. Ja, und jetzt quasi kann ich jetzt Quests kannst du deine erfüllen. Quest erfüllen, falls du sie erfüllt hast. Und wir ja, sind gespannt. Ein Glück hatte ich. Ich habe nämlich zweimal die gleiche Quest. Alfheim. Ich muss mehr Stärke in... Ah, ich hab's auch falsch gelesen. At least one Alfheim Province. Na, dann passt's ja. Dann hätte ich den ja doch nicht gebraucht. Ich dachte, in gesamt Alfheim. Das ist Alfheim hier, ja. Du musst in einer Alfheim Province mehr Stärke haben. Aber die Mehrheit, meiste Stärke haben. Genau, nur in einer. Und das habe ich aber trotzdem geschafft. Allerdings ist hier auch, ne, hier steht auch eine 4 plus. Also diese Doppel. Eigentlich hätte es die im Zweispielerspiel auch nur einmal geben dürfen. Egal jetzt. Darf man zwei gleiche Quests überhaupt erfüllen? Also jetzt quasi im. Oder ja, du musst es dann nochmal schaffen, sozusagen, weißt du? Das weiß ich auch nicht. Das ist auch die Frage. Ich habe natürlich jetzt einfach gesagt, ja cool, dann kann ich nämlich meine, ich hätte das jetzt geschafft. Wir tun einfach jetzt mal so, als wäre das korrekt. Wahrscheinlich ist es thematisch auch ein bisschen komisch. Ja. Aber ich hätte jedenfalls nicht zweimal die Karte haben können, weil das ja eigentlich nur für vier Spieler ist. Ja? Egal, ich habe beide geschafft und darf jetzt meine... darf jetzt zwei Stats erhöhen, dann mache ich nochmal Horns und Rage. So, fertig. Jetzt oh, geht's hier weiter und jetzt wird
Ja, dafür werde ich jetzt zerstört. Und deine zwei Krieger kommen nach Valhalla, ah, das Reich der Toten. Glorreich, glorreich. Das ist natürlich kaputt. Das will auch gleich mal die Anzeige machen. Der Doom-Token, der wandert jetzt zu dem, ja, zu der Provinz, zu dem Land, das im nächsten zerstört wird. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Hier oben. Hier, nee, hier, Analon. Ah, das wandert quasi nachher weiter. Und das allerletzte, was passiert ist, die Toten aus Valhalla kommen zurück. Und dafür gibt es ja jetzt aber auch Glory. Juhu! Aber im ersten wahrscheinlich nur ein Glory. Ich glaube auch. Sind auch wirklich heldenhaft im Ragnarök untergegangen. Würde ich sagen. Genau, man kriegt da. Also die werden jetzt wieder auf die Belohnungsseite gedreht. Die es noch gibt, ja. Wo war denn diese Übersicht? Ich glaube, ich hatte auch im Kopf, dass du auf jeden Fall eins kriegst im ersten Zeitalter. Ich gucke nochmal, aber gib dir mal auf jeden Fall mal ein pro, zwei Stück. Also genau. Zwei Glory. Ist das jetzt die einzige Glory, die wir gekriegt haben? Ja, ja, wir haben ja nicht gekämpft. Ja. Da wir nicht gekämpft haben, gibt es auch keinen Glory. War noch ziemlich. Waren etwas zurückhaltende Wikinger. Ja, ich war ein etwas verplanter Wikinger, der irgendwie lieber mit Seeschlangen da herumgespielt hat. Ich finde, die Seeschlange ja, ist halt. Ich wollte halt den Zuschauern einfach optisch was bieten. Weiter geht's. Jetzt sind wir schon im zweiten Zeitalter. Jetzt kriegen wir neue Karten. So. Zweites Zeitalter, neue coole Karten. So. Das ist ziemlich cool. So. Die Illustrationen gefallen mir auch ganz gut. Ah, guck mal hier, ich glaube, ich habe es gefunden. Hier, guck mal. Zwei. Ah, zwei. Das heißt, zwei, vier. Genau, also pro Dings, ne? Ja, so man viel. Kriegt zwei. Zwei, drei, vier. Und dann kriegt man drei, ja. Diesmal gehe ich auf Kampf. Die eine, die man noch hatte. Darf man halt auch auf die Hand nehmen. Genau. Hat man quasi eine Karte mehr. Also ich bin dran. So. Ich mache jetzt. Ich kriege erstmal meine Rage. Macht. So, genau, wieder auf 6. Ich mache jetzt hier Pillage. Jetzt gibt's kommst du zum Kampf. Hier mein heroischer einzelner Krieger gegen deine beiden. Ja. Okay. Jetzt kann ich noch eine Karte spielen, ja? Okay. Ach so. Ja. Ja. Moment. Okay, dann werde ich. Die hier spielen. Im ersten Zeitalter. Tyr's Rage. Boah. Und jetzt ist alles, die Karten revealed. Ja. Aber ich habe ja noch diese Heimdalls Eye, oh, die ich nein. noch zusätzlich spielen darf, nachdem alle Karten revealed sind. Das ich heißt, du hast plus 6. Habe ich auch plus 6. Und du hast 2. Und ich habe 2. Das heißt, du hast 7. Ich habe 8. Das geht's nicht. Du verlierst, ich jetzt. Obwohl du gewinnen wolltest. Ja, ich habe mit nur 5er gerechnet, aber die 6er die hast du als allererstes rausgekriegt. Ja. Gar nicht so Gesicht bekommen. Ja, ja oh nein, ich dachte echt, ohne dieses Heimdalls Ei. Mein einzelner Krieger hätte dich jetzt echt fertig machen können. Ja, einmal im Spiel kann mir auch irgendwas gelingen. Das heißt, aber dir stirbt wieder einer. Ist ich doch bin super. Glorreich gestorben. Du bist tot. Ich habe aber hier sozusagen jetzt
Habe ich jetzt gepillaged. Genau. Damit, ja? Damit drehen wir das um. Kriegst du 5 Glory. 5. Oh, ist falsch. Ich bin rot. Du bist blau. Das ist so richtig. Ja, okay. 5. Und ja. Mehr kriegst du jetzt aber, also nur für den Kampf selber kriegt man jetzt sonst nichts, ne? Also achso, doch, klar. Jetzt haben wir gebattelt. Hier, Glory for winning battles. Horns, das heißt, du kriegst nochmal 3. Hier, die Axes. Das heißt, ich krieg nochmal 3. 1, 2, 3. Ja. Da würdest du schon. Ah, ne, bist auch noch dran. Nee, wäre ich auch noch. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und jetzt spiel eine Quest. War's schon. Mhm. Du bist dran. Ha! Das hab ich jetzt, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass du mein Odin-Ding ja, hast. Ja, ich auch nicht. Jetzt. Okay, auch wenn das jetzt natürlich auch wieder eine 4-Plus-Karte eigentlich ist, aber da du mich jetzt echt fertig gemacht hast, haben ja die jetzt werde ich jetzt hier Loki's Blessing als Upgrade für ein Rage spielen, als Clan-Upgrade. Wenn ich jetzt eine Schlacht verliere, dann kann ich diese Provinz gleich mit einem Krieger für einfach invaden. Das ist nämlich ein Rage. Ich werde auch invaden mit ganz normalen Warriors und ich habe ja hier immer noch Frigga, das heißt, ich kann mit 2 Warriors invaden. Willst du meinen schönen Trollblatt machen? Vor allem, du hast noch diese dumme Seeschlange, die dir auch noch hilft. Aber ich kenne ihn noch hier so mit. Ja, der kann könnte mitkämpfen, genau. Hier konnten wir ja keinen Call to Battle machen, war ja keiner mehr da. Wir sind irgendwie noch nicht so breit aufgestellt. Ja, ja. Mhm. Was mache ich denn jetzt? Boah, das ist ja fies. Das sind schon fiese Karten dabei. Ah, das hätte ich. Hättest du noch was tun können? Ich hätte noch was machen können. Ah. Bei meinem anderen Kampf, also nicht um das zu gewinnen, aber um ordentlich, egal. Es ist unsere erste Partie, also seid nachgiebig mit Ernst. Amateur-Wikinger. Ja, wir haben einfach natürlich noch nicht so. Das ist jetzt wirklich. Aber es ist sehr schön, ich weiß schon, ich werde auch einfach. Ich finde es schon mal cool, weil es einfach. Es macht irgendwie Bock, man muss nämlich einfach nur reinstürmen. Es macht mir ehrlich gesagt mehr Spaß, als ich dachte. Also ich finde es echt cool. Könnte auch marschieren. Obwohl ich. Nee, ich werde jetzt einfach. Ich werde jetzt einfach invaden. Ich werde meinem Troll helfen. Ich weiß, was du vorhast. Aber ich werde einfach dagegenhalten. Ich habe ein bisschen Angst. Deswegen, ich werde jetzt erstmal noch. Kostet mich nichts. Ein Clan-Upgrade machen. Mhm, was kann das? Und das ist ziemlich krass, weil jetzt kann ich aus Aktion 2 Rage bezahlen und kann ein already pillaged village repillagen. Nochmal. Also ich werde vermutlich, wenn du nichts tust. Nochmal Anna Lang pillagen. Mhm. Na gut, ich spiele erstmal hier. Ich habe noch was vergessen, glaube ich. Für meine Quest hätte ich auch noch Glory bekommen. Ja. Wie viel? Ja, ich weiß es nicht. Da stand aber auf der Quest steht auch was drauf für meine 2 welche war Alfheim-Quests. Da ist auch so ein blauer. Alfheim. Hier kann man das sehen. Dass hier so ein blauer Quest kriegt. Alfheim. Ja, 5. Dann heißt, krieg ich schon mal 10. Wenn das geht mit den beiden Quests, gleichzeitig machen wir jetzt einfach mal so. Also das geht wahrscheinlich ja nicht, aber theoretisch hätte ich es bekommen. Die beiden Quests, aber... Ja. Wie immer, seid nachgiebig, verzeiht unsere Fehler, es ist ein First-Look-Let's-Play. Es ist ein First-Look-Let's-Play, du hast es mir gerade erklärt, wo wir die Regeln... gemacht haben. Ich habe es zwar auch gelesen einmal, aber okay, wir haben das Spiel nur noch 30 Minuten, die wollen wir auch nutzen. Hast du jetzt, wir sind in der Action-Phase übrigens. Nee, wir sind immer noch weit. Ich habe nur eine Quest gemacht. Ich habe ziemlich viel Rage. Ja, ich werde jetzt meine 2 Rage bezahlen, natürlich. Und du machst das schon. Ja, 5, siehst du? Hast du wieder aufgeholt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, du bist nämlich noch nicht, hast du nicht verloren. Nee, ich bin noch im Spiel. Trotz furchtbarer erster Runde. Und obwohl meine Stats sich 0% verbessern. Okay. Und dieses Ach so, Gottes Willen, jetzt habe ich ja auch wieder... Ach du Scheiße. 1, 2, 3. Ich habe ja auch 1, 2, 3. Ich habe viel zu viele Figuren. Ich hätte die 2 gar nicht reinstellen dürfen. Ja, aber das... Nee. Ja. Ja. Wirklich alles einfach. Man muss ein paar Dinge wie Man muss... Da muss Horns man echt denken. Muss man wirklich im Blick behalten. Die Horns muss man im Blick behalten. Dann geht mir jetzt... Guck mal, ich habe auch schon wieder zu viel. Nee, ich habe jetzt gerade 3. Aber ich wollte es auch gerade wieder welche. Du musst einfach kämpfen. Ja. Du musst kämpfen, aber dann, um sozusagen die Leute wieder tot zu kriegen und es auch wieder neu machen. Ich habe mir jetzt halt die eine Rage einfach wieder gegeben. Ja, natürlich, klar. Das ist jetzt alles nicht perfekt. Aber die hast du jetzt wieder gekriegt. Ja, habe ich jetzt wieder gekriegt. Ich weiß auch schon, was ich kann auf jeden Fall nämlich jetzt auch nicht mehr invaden. Jetzt muss ich kämpfen.
Jetzt werde ich einfach kämpfen. Hier? Oder ich könnte marschieren und woanders pillagen. Das könnte ich auch machen. Aber eigentlich... Ja, jetzt ist ein guter Moment, würde ich sagen. Ja, ich werde jetzt... Ah nee, ich habe ja, ich habe es ja erhöht. Ich habe ja 6. Entschuldigung, ich kann ja mehr. Ich kann ja mehr. Ja, ich werde es... dann werde ich noch mal... Ich werde noch einmal invaden. Du kommst auch dahin, oder? Ja. Ach, Muspelheim. Kannst natürlich auch mit denen jetzt ja, marschieren. Ja, ich marschiere jetzt, genau. Ich werde jetzt eine Rage Cost bezahlen und ich marschiere mit den beiden nach... Aber hier hin. Ah, okay. Nach, Horgel. Na gut, also ich werde jetzt hier pillagen. Das heißt, ich versuch's doch. Ja, also mein Troll hat Stärke 2. Stärke 4. Also meine momentane Stärke ist mit der angrenzenden Seeschlange ist auch, und dem... Das ist ja der Leader. Ja. Ich habe 6. Oh. Ich habe 4. Und wie? Ich kann den natürlich noch dazu nehmen. Mhm. Und du kannst beide dazu? Ich könnte die dazu nehmen, wenn ich möchte. Move one of the figures von der angrenzenden Provinz into an empty village in the province you are pillaging. Es kostet keine Rage. Ach so, aber ich kann nur eins, oder kannst du nicht auch? Aber da bin ich quasi zuerst. Du kündigst an und jetzt könnte ich einen rüberziehen. Genau, du könntest einen rüberziehen. Nur dann, wenn ich sozusagen noch Platz hätte, könnte ich da auch. Nee, ja, genau. Doch, du kannst einen rüberziehen. Du hast doch nicht. Also, ich greife jetzt hier an. Okay, ich gehe darüber. Du gehst darüber, willst mitmachen? Ja. Okay. Okay. Dann eine Battle Card. Die finde ich ziemlich cool als Illustration, muss ich sagen. Oh. Und? Ja. It is. 5. If you lose, steal 2 glory from the winning player. Den Anführer ist auch mit zum Kampf. Nein, das ging ja nicht, war kein Platz mehr. Genau, das heißt, du hast, der ist 2, 3, 4 plus 5 macht 9. Ich habe 3. Die Seeschlange. 6. Die Seeschlange, die knuspert hier so. 7 plus 0. Aber dafür aber auch eine, wo ich dir wenigstens beim Verlieren Ruhm klar. Sind natürlich trotzdem teurer Spaß, weil die sind alle tot. Die sind tot. Und du kriegst krieg Glory für diesen erfolgreichen Kampf. 3 und zwar Stück. 3. 3. Ja. Du bist blau. Blau, ja. Ich krieg 3. Und dann stiehlst du mir 2. Das heißt, also ich krieg 2 weniger. Das ist schon mächtig. Das ist mächtig. Stille 2 und ich krieg 2. So verstehe ich. Ja, das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist. Und du kriegst hier, weil du hier gepillaged hast, kriegst jetzt noch ein Horn. Stat. Ah, ich hätte es anders machen können. Okay, ein Horn, ja. Ah, ich habe diese Karte wieder nicht verstanden. Richtig. Egal. Okay, was, dann hättest du auch noch was machen können. Ja, aber dann hätte der den Kampf, der wäre nochmal vorne ausgegangen. Wolltest du verlieren? Nee, ja, ja, ich wollte eigentlich verlieren. Okay, ich bin dran und ich invade. Jetzt kann ich ja wieder Leute ins Spiel bringen. Natürlich mein Anführer. Ah, nee, der ist ja tot, der kommt erst nachher zurück. Ja. Scheiße, Junge. Der ruht sich erstmal in Valhalla aus. Erstmal in Valhalla. An der riesen Tafel und lässt sich's gut gehen. Muss nicht mehr arbeiten. Okay. Sein Traum ist wahr geworden. Du bist dahin gegangen, okay. Ich finde, es soll eine extra Punkte geben, wenn der Anführer stirbt. Na gut, also ich pillage jetzt erstmal hier mit deinem Anführer. Mhm. Das kostet nichts. Das heißt. Ich krieg nochmal ein Rage. Ist nett. Ja, ich werde auch pillagen. Hier ist ja keiner. Mhm. Ja. Oder ich meine, du kannst vielleicht auch da eine rüberziehen. Nee. Könnte nee, sein. Nee. Achso, nee. Aber möchtest du jetzt nicht. Nee. Ja, dann kriege ich jetzt eine Axt. Jetzt kriege ich 4 Glory für jeden Kampf, den ich gewinne. Mhm. Den musst du erstmal gewinnen. Ja, das. Okay, ich werde invaden. Ich habe ja jede Menge Sachen hier und ich werde mein Schiff invaden. Hier. Kostet 2. Ich hätte auch vorher die noch legen können. Das ist auch nicht schwierig. Die vorher ein kleiner Upgrade. Habe ich 1. Da kann man dann mit einem Rage quasi den Tod von Figuren verhindern. Da hätte ich wenigstens die teure Seeschlange oder so spielen lassen können. Weil nachher kostet es nämlich ja 3. Das ist schon gut. Da hätte ich für 1 spielen lassen. Aber auf der anderen Seite kriege ich natürlich Glory für die tote Schlange. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch an eine Wikinger-Mythologie glaubt, diese Seeschlange, aber
ist ein Toting sehr gut. Ich frage mich, ob sie wieder zurückkommt. Ja, doch, sie kommt wieder zurück. Das, ja, sonst würde es gar keinen Sinn machen, dass da ein Preis draufsteht. Weil beim ersten Mal kriegst du sie umsonst, dann stirbt sie und dann kann ich sie wieder invaden und dann sind sie teuer. Die ist einfach jetzt dauerhaft von deinem Plan irgendwie. Die hat sich dauerhaft deinem Plan entschlossen. Du kommst dran. Ich habe hier mein nettes Schiff. Mein nettes Wikinger-Schiff ist jetzt hier in diesem Fjord. Ja, ich werde meine letzten zwei Rage, um nochmal meine Tears-Challenge, wo ich zwei Rage bezahlen kann, um eine Pillaged Village zu repillagen, gehe ich einfach nochmal ein Horn. Nicht, dass ich jemals einen Ex, nicht, dass ich jemals nochmal einen Kampf gewinnen werde, aber wenn, dann zahlt es sich echt aus. Okay, ich habe noch drei Rage. Nicht schlecht, du hast auch acht. Na gut, ich kann jetzt erstmal marschieren. Marschiere ich hier rüber. Mehr Platz ist ja nicht. Ich hätte ja auch mehrere, ne? Aber mehr Platz ist nicht. Und dann. Aber jetzt kann ich nicht mehr pillagen, ne? Warum nicht? Ja, weil es schon gepillaged ist. Aber ich kann dich trotzdem angreifen. Ich krieg halt nichts mehr. Ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Du auch nicht. Nee. Darf man da jetzt nochmal einfach kämpfen, wenn da schon gekämpft wurde? The prince cannot be pillaged again until the next age. Okay. Na gut. Ist auch in Ordnung. Ich bin trotzdem dahin gegangen, das finde ich auch in Ordnung. Das ist auch gut für dich. Ein bisschen unter Druck gesetzt. Ohne wirst du nämlich, ohne zu wissen, hast du damit natürlich meine Quest blockiert, weil ich jetzt in kein Gebiet in Jotunheim mehr die meiste Stärke habe. Ich kann trotzdem hier noch marschieren. Ich marschiere einfach mit den beiden hier rein. Dann pillage ich nochmal, kriege ich hier einen Rage. Oh, ich habe echt viel Rage. Oh, ich kriege 10 Glory. Am Ende. Nee, das, so, ja, das ist am Ende. Das quasi dann in der Schlussabrechnung. Ah, okay. Ich habe nochmal einen Rage. Ich kann fast nirgends mal hin. Warum ist denn das umgedreht? Da war ich vorher, da bin ich rausgelaufen. Achso, da bist du rausgelaufen, ja. Invade ich nochmal. Ich kann ja 7 Figuren. Invade ich nochmal im Muspelheim. Für mein letztes. Ah, ich habe sogar noch eins. Hast du noch einen? Hast du genug? Ja. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich kann irgendwie. Ja, meine Quest. 7. Ich kann 7 haben. Ich habe 7. Da wir jetzt eh abbrechen müssen nach dem Zeitalter, zeige ich jetzt mal meine Quest. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt eh auch discarded wird. Erstmal kommen die restlichen Karten. Muss mindestens in einer Provinz mehr Strength, mehr Stärke haben, ja. Hast du aber. Nee. Weil das zählt ja nicht hier. Ich habe 2. Doch, das zählt. Das zählt? Das ist doch kein, das ist doch nicht in der Provinz. Ja, das ist ja das Geile. Das Schiff zählt für die Provinz. Ah, weil das auch quasi sozusagen das unter Druck setzt. Ne? Okay, das heißt, ich habe hier 4 und du hast nur 3. Ja, dann hättest du das nicht geschafft. Ich hätte tatsächlich meine Quest nochmal geschafft, weil ich habe noch Mannheim. Im Endeffekt ist es immer die gleiche Quest. Es sind ganz viele mit Stärken, aber es ist natürlich auch durch den Drafting-Mechanismus. Man denkt ja, es ist, ich weiß ja gar nicht, was der andere macht, aber natürlich weißt du es. Du weißt, vor allem mit 2 Spielerspielen ist es recht einfach herauszufinden, was der andere sich rausgepickt hat. Du guckst, ich habe Jotunheim, gebe es ihm, es kommt kein Jotunheim zurück. Wer hat sie es genommen? Der andere. Das ist dann natürlich im Mehrspielerspiel tatsächlich spannender, finde ich, der Drafting-Mechanismus, weil du schickst eine Karte los, die kommt nicht mehr bei dir an. Und dann weißt du, okay, einer von den dreien hat sich jetzt die Quest rausgepickt. Außerdem ist natürlich, weil das Spiel gut, das Spielbrett ist natürlich größer, weil wir weniger so zerstörte. Ja, also ich glaube, mein Hauptfehler war am Anfang, so teure Einheiten da reinzuschicken. Da hat man schon ein bisschen und dann halt gleich pillagen, dass man. Du hast auf jeden Fall wesentlich richtig gemacht, vielleicht halt hier noch ein bisschen gleichmäßiger, dass man natürlich auch guckt, dass man seinen Clan entwickelt. Also du brauchst auf jeden Fall ein paar Hörner, weil sonst kannst du einfach nicht genug Figuren. Wobei man braucht von allem was, das heißt auch in der Anleitung. Man soll eigentlich auf keinen Fall denken, man könnte auf den Wert komplett verzichten. Wenn man es auf Blood Rage auf hohem Niveau spielen will, dann muss man da, glaube ich, schon behutsam, sorgfältig mit seinen Stats umgehen. Ja, aber macht echt Spaß, muss ich sagen. Hat mich positiv überrascht. Ich meine, dass es optisch der Wahnsinn ist. Das ist ja nichts Neues bei Cool Mini or Not, aber ich muss sagen, es macht auch wirklich Spaß. Ich habe da echt Bock, das mal zu dritt und zu viert zu spielen. Allein diese riesigen Monster sind einfach zu krass. Ja. Ja, also es ist echt interessant. Ich meine, das war natürlich jetzt ein bisschen ein rudimentäres, sag ich mal, First Look Let's Play. Haben auch ein paar Fehler gemacht, natürlich mit den Karten, die eigentlich nicht drin sein dürfen. Ja, aber wir wollten eigentlich nur mal, dass man einfach mal die verschiedenen Actions sieht, dass man weiß, was ist möglich, was passiert. Aber du, damit ihr es wisst hier, ne, es ist jetzt kurz vor 9:30. Wir müssen gehen. Das heißt, wir müssen jetzt Spiel zurückbringen. Wir müssen Spiel zurückbringen, sonst kriegen wir Ärger. Und danke nochmal an Cool Mini or Not fürs Ausleihen von Blood Rage für das First Look Let's Play. Und ja, dann sage ich danke fürs Reinschauen, danke fürs Abonnieren, Kommentieren und bis zum nächsten Video.